Würden Sie sagen, dass Sie einen der heißesten Jobs im Ländle haben? Sicher. Ja, was so ist, wir schwitzen den ganzen Tag. Alles rennt runter. Ja, kann man so sagen. Warum? Ja, ganzen Tag voll und der Sonne über der schwarzen Folie, da brennt es nur so runter. Und es ist sehr heiß? Ja. Also zur Zeit schon. Ziemlich, ja. Zu heiß. Wie entkommen Sie der Hitze? Mit viel Trinken. Wie kühlen Sie sich ab? Viel trinken. Das ist das Einzige, was hilft. Ja, Wasser mit dem Kopf leer am Brunnen. Mehr kannst du nicht tun. Frei gibt es ja nicht. Schau, dass man jetzt wirklich wieder im Schatten arbeitet. So muss man das aufteilen im Tag. Jetzt geht's. Hat man durch die starke Hitze auch manchmal andere Arbeitszeiten? Ja, manchmal fangen wir eher an und hören halt nachmittags eher auf. Aber naja, Pflanzen brauchen immer Wasser. Und die Arbeit geht halt auch nicht aus. Und sehr viel eher kann man leider auch nicht aufhören. Nein, wir machen schon den ganzen Tag. Aber wir fangen schon um 7 Uhr an und ja, immer bis 6 Uhr. Nein, normale Zeiten, normal arbeiten. Nichts. Um 7 Uhr anfangen und um 7 Uhr aufhören. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Gärtnermeister hier bei der Firma Genzetter und bin Produktionsleiter. Isolierfassade. Isolierfassade, Spachtel, Granolarbeit, Salzkanoltisch, ja. Pflasterer, Tiefbau, Straßenbau. Ich bin beim Jägerbau, wir schaffen gerade eine Zwischenwand rein, was man noch den, ob man das Gebäude teilweise abrissen.